Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Das ist jetzt eigentlich schon mein Zukunfts-Ich. Es kommt dann nachher noch eine Einleitung, da erzähle ich euch aber, das wird ein Wochenend-Vlog und jetzt ist es aber insgesamt schon ein Monats-Vlog gewesen. Ich habe euch einfach immer weiter mitgenommen durch den ganzen Oktober. Und ich möchte hier nur ganz kurz die Bücher erwähnen, die ihr in diesem Video sehen werdet, denn das wird auch gleichzeitig mit meinem Lesemonat. Also ich mache dann kein extra Video. Ich erzähle euch in dem Video jetzt, das ihr seht, meine Leseeindrücke so beim Lesen und dann nach Abschluss der Bücher. Und gleichzeitig kommt auch noch viel Content über das Renovieren, Spazieren gehen, ja, Früchte pflücken in der Natur. Tattoos kommen noch mit vor und so ein paar Kurztrips, also es ist bunt gemischt. Und damit die Bücher aber nicht untergehen, möchte ich sie gleich am Anfang noch mal kurz zeigen. Was ich diesen Monat gelesen und gehört habe, waren an Printbüchern diese beiden, also zum anderen Seite. Oh, hier ist Hachiko. Frauen, die wandern, sind nie allein. Erschwert mit Hund im Video. Frauen, die wandern, sind nie allein. Von Carrie Andrews. Und übersetzt ist das Buch von, ich vergesse den Namen immer wieder, Anne Emmert und Katrin Harlas. Dann haben wir hier die Verteidigung der Poesie und eine Hundenase. Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils von Valya Harpeva übersetzt. Steht gar nicht. Hat sie das auf Deutsch geschrieben, vielleicht? Wahrscheinlich. Und dann als E-Book habe ich den für den Deutschen Buchpreis gelonglisteten Roman Dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold gelesen. Ein weiteres E-Book war von Eric Kalthaus, ist das Amerikaner? Ich weiß gar nicht. Die Edda der Zukunft. Und dann habe ich noch gehört von J. Christoph, Empire of the Vampire. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Vlog. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog. Das ist ja jetzt auch schon ewig her. Und ich habe jetzt gar nicht so viel gelesen in letzter Zeit. Es war sehr viel los. Ich habe ganz oft tapeziert. Hachiko durchsucht gerade meine Tasche. Also viel in der Wohnung gemacht, viel renoviert und wir waren ein bisschen unterwegs. Deswegen dachte ich, ich versuche es mal jetzt mit einem Wochenendvlog oder mal schauen, wie lange. Heute ist Donnerstagabend, ich habe morgen frei und habe dann auch eine längere Autofahrt, denn ich werde mir ein, naja, nicht neues Tattoo, also ein Tattoo noch gar zu Ende stechen lassen und mal schauen, wie lange ich das aushalte, wie viel Zeit wir haben, vielleicht dann auch noch ein neues noch mit dazu. Und da werde ich dann ein Hörbuch hören im Auto. Ich höre gerade The Empire of the Vampire, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Das Reich der Vampire von J. Christoph. Das habe ich jetzt bei so vielen Leuten hier auf BookTube gesehen, dass ich das auch gerne mal ausprobieren wollte. Und ich glaube, ich bin jetzt so bei 10% oder so. Und ja, es ist ganz unterhaltsam. Mal schauen, was da jetzt noch kommt. Ich glaube, für so eine Autofahrt ist es eigentlich ganz gut. Und da würde ich euch dann morgen einfach ein bisschen mitnehmen. Jetzt werde ich noch so ein paar Sachen einpacken. Definitiv irgendwas Süßes, um mich dann dort beim Tätowieren über Wasser zu halten, was zu trinken. Ja, halt was Gemütliches zum Anziehen schon raussuchen, denn ich muss morgen früh sehr zeitig los, um das auch alles gut zu schaffen, ein Stück zu fahren, das Auto irgendwo abzustellen und dann mit der Straßenbahn gar reinzufahren, glaube ich. Da ist es recht schwierig, einen Parkplatz irgendwo in der Nähe zu finden. Ja, und dann werde ich mir jetzt noch kurz mit Hachiko auf die Couch hauen und noch ein bisschen was lesen. Mal schauen, was das wird. Ich habe jetzt heute erst ein neues Buch in der Post gehabt und das zeige ich euch mal kurz. Jetzt so kurz vor der Frankfurter Buchmesse gab es ja einige Online-Blogger oder Verlagsveranstaltungen und ich war bei der Verlagsveranstaltung vom Verbrecherverlag
wirklich auch einer meiner Lieblingsverlage. Und die hatten noch einen Gast eingeladen, die sehr nette Sarah vom Maro Verlag. Und die hat das Buch vorgestellt, eine Gedichtsammlung von Wanda Coleman, Strände, warum sie mich kalt lassen. Und das hat mich am meisten angesprochen. Es gab auch so ein paar Titel aus dem Verbrecherverlag. Da überlege ich noch, was ich auch zeitlich schaffe, als Rezensionsexemplar wirklich anzufordern und zu lesen. Denn aktuell, wisst ihr ja, lese ich gar nicht so viel und es ist einfach so viel anderes los. Das hier konnte ich mir aber nicht entgehen lassen. Das klang einfach zu gut. Und ja, auch die Veranstaltung war sehr schön gewesen. Gestern war dann auch noch das Blogger-Treffen von der Edition Nautilus. Auf beiden habe ich auch eine liebe BookTube-Kollegin getroffen. Das war auch schön, dass wir uns da bei beiden Veranstaltungen gesehen haben. Und gestern habe ich aber ziemlich viel verpasst, weil wir nämlich gestern noch die Decke zu Ende tapeziert haben. Und es war auch der absolute Hass, also Decke tapezieren. Und das ist ein großes Zimmer. Wir hatten Tapetenbahnen von 4,48 Meter und die dann über dem Kopf irgendwie auf der Leiter stehend an die Decke zu bekommen, war jetzt nicht so eine schöne Feierabendaktivität. So, es ist jetzt kurz vor 6 und ich fahre los. Ich hoffe, ihr seht was. Ich habe jetzt im Auto mal das Licht eingeschalten. Das ist ja jetzt auch schon wirklich herbstlich und wieder dunkel, früh und abends. ja, mal schauen, wie die Straßen sind. Ungefähr 3 Stunden soll es wohl dauern. Ich bin jetzt auf dem Park and Rides Parkplatz angekommen in Prag. Werde jetzt zur Straßenbahn gehen und mir noch irgendwo einen Kaffee organisieren. Ja, die Fahrt ging ganz gut und ja, es war am Anfang ein bisschen neblig, aber dann, als die Sonne rauskam, war alles schön. Und ich bin doch noch ein bisschen müde, also ein Kaffee ist notwendig. Und dann geht es zum Tattoo-Studio. Mal schauen, wie lange das heute dauert und was ich dann noch vielleicht noch machen kann. Ich überlege noch, ob ich in Prag dann noch was anschaue oder ob ich auf dem Rückweg noch irgendwo anhalte. Mal gucken. Vielleicht habe ich dann auch echt satt und ich will nur noch nach Hause. Wir werden schauen, wie schmerzhaft das jetzt wird. Ich bin jetzt mittlerweile wieder am Parkplatz. Es waren insgesamt 4 Stunden und 40, 45 Minuten reine Tätowierzeit und ich bin ganz schön kaputt. Ich werde euch mal ein Bild einblenden. So zum Filmen, dort komme ich eigentlich nicht. Ich lag auch in den unmöglichsten Positionen. Habe es aber geschafft, dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold zu beenden. Wenn ich halt so lag, dass ich irgendwie mein Handy so halten konnte, dass ich die Kindle-App aufgekriegt habe. Das war sehr, sehr schön. Also es war ja für die Longlist des Deutschen Buchpreises oder für den Buchpreis nominiert, hat es nur auf die Longlist, nicht mehr auf die Shortlist geschafft. Sarah vom Kanal Uralte Morla hat das empfohlen und so kam ich auch drauf. Und es war wirklich ein 5-Sterne-Buch. Also es geht um Herrn Harald, der ja sehr schrullig ist und ganz viele Eigenheiten hat, in der Garderobe einer Oper arbeitet und sich dann immer so Geschichten zu den Mänteln überlegt und dem dann eine Katze zuläuft und der einfach ja ganz anders durchs Leben geht, durch den Alltag.
Und auf der Autofahrt habe ich auch noch ganz schön viel in, na, wie heißt's? Reich der Vampire auf Deutsch von J. Christoph hören können. Mal schauen, wie es jetzt heim so aussieht. Also, das ist ja eine Fantasy-Geschichte. Ich höre sie auf Englisch, weil auf dem Kanal Buchschnack, jetzt fällt mir ihr richtiger Name gar nicht ein, sie hat gesagt, dass da doch auch ziemliche Fäkalsprache mit dabei ist. Und das finde ich immer irgendwie ulkig übersetzt ins Deutsche. Deswegen wollte ich das gerne im Original hören. Und es geht da ja um eine Welt, in der die Sonne verdunkelt ist und in der Welt gibt es Vampire und seit sich da eben dann, ja, seit der Tag nicht mehr so hell ist, können die auch tagsüber raus und übernehmen da quasi so die Herrschaft. Und dem gegenüber stehen die Silver Saints, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wortwörtlich wären das die Silbernen oder Silberheilige, die so eine Art Mönchsorden sind, die diese Vampire bekämpfen. Und ja, also Fäkalsprache oder ja, starke Ausdrücke kann ich bestätigen. Und jetzt muss ich aber erstmal losfahren, denn ich habe nur 15 Minuten, nachdem ich das Ticket gelöst habe, um aus dem Parkplatz rauszukommen. Den Parkplatz kann ich euch übrigens empfehlen. Wie heißt er denn gleich? Park and Ride Kotlarischka. Das sind 50 Kronen am Tag, also 24 Stunden, das sind ungefähr 2 Euro. Kann man hier parken, ist überwacht und direkt neben der Straßenbahnhaltestelle, nicht weit in die Stadt. Genau, da fahre ich jetzt mal raus, dass ich das noch in der Zeit schaffe und dann geht es wieder zurück nach Hause. Auf dem Nachhauseweg habe ich jetzt noch am Supermarkt angehalten in Tschechien und alle tschechischen Sachen eigentlich gekauft. Das werden wir jetzt gleich abends essen. Das ist so ein Mikrowellenessen, aber das ist Svíčková. So ein Sahne-Rindfleisch-Ding. Also das schmeckt wahnsinnig lecker. Oh. Das schmeckt wahnsinnig lecker. Mal gucken, ob Hatiko für die Mikrowelle auch halbwegs schmeckt. Dann den leckersten Kuchen der Welt, Medovnik. Das gibt's, Hatschikot, ist gut. Das gibt es auch auf Russisch, Jedawik war das da. Und das ist so ein Honigkuchen. Man sieht es hier, es hat so verschiedene Lagen und schmeckt absolut lecker. Ja, genau, dann habe ich hier noch so ein paar Hörnchen gekauft. Und dann natürlich Waffeln, Hochglanzwaffeln. Die sind auch wahnsinnig süß. Diese Bärchenwaffeln. Natürlich ist das auch sehr interessant für Hatschiko. Ja, gut, Kaffee, das habe ich einfach gebraucht. Hatte ich keine mehr. Und natürlich auch Oblaten. Hatschiko. Und dann mehrere Flaschen tschechischen Wein. Es gibt ja in Südosttschechien auch wirklich ein sehr gutes Weinanbaugebiet in Tschechien. Man kennt es meistens nur so als Bierland, ne? Aber genau, Ach und Knödel habe ich auch noch gekauft. Und noch Obstknödel. Also wir werden jetzt die nächsten Tage und Wochen tschechisch essen.
wollte euch ja noch mal schnell eines der Tattoos zeigen. Ich hoffe, das seht ihr jetzt. Da ist noch die Folie drauf. Also heute ist Tag 2 nach dem Tätowieren. Sagt ja auch jeder Tätowierer ein bisschen unterschiedlich, wie lange die Folie draufbleiben soll. Das ist eines der beiden, das kleinere. Das andere ist auf meinem Rücken. Ja, das war insgesamt, boah, ja, relativ lange. Die macht es aber halt sehr, sehr detailreich und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. War auch echt so die Grenze. Also ich glaube, so 4,5 Stunden, 4 Stunden danach tut halt einfach alles nur noch weh. Genau, also das ist das eine auf dem Oberarm, das andere am Rücken. Das ist ein kochender Fuchs. Da habe ich ja schon wie so eine kleine Fliegenpilzstraße, so ein kleines Dorf auf meinem Rücken mit einer lesenden Maus und einem kochenden Fuchs jetzt auch noch dazu. Ich finde einfach die Motive wahnsinnig niedlich und ja, ich lese und koche gerne und deswegen hat es gepasst, fand ich. Genau. Gestern haben wir Hagebutten gesammelt und auch schon angefangen, die so ein bisschen von diesen Kernen zu säubern. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Ist aber immer noch schöner als Weißdornbeeren. Bei Weißdornen muss ich natürlich immer an Brust denken. Und da habe ich jetzt auch Marmelade gemacht von Weißdorn. Aber das war, das glaube ich, mache ich nie wieder. Also das war echt nicht so schön, diese ganzen kleinen Kerne da dann durchsieben nach dem Kochen und so. Hagebutten schmecken auch besser, finde ich. Deswegen mache ich mir da gerne die Arbeit. Und jetzt habe ich gerade noch Schlehen gesammelt. Und die muss ich aber erst mal einfrieren, weil wir erst einmal Frost hatten. Und ich glaube, das hat noch nicht so richtig gereicht, dass die, ja, also die müssen halt, die sind wahnsinnig bitter und sauer. Ne? Also da, die brauchen eigentlich erst mal Frost. Aber da waren jetzt einige schon so ein bisschen schrumpelig. Und dann dachte ich, sammle ich sie doch schon jetzt und stecke sie jetzt erst noch mal ins Gefrierfach. Und dann mache ich da auch Gelee draus. Mal sehen. Ich esse eigentlich selber gar nicht so gerne Marmelade, aber ich mache die wahnsinnig gerne.
So, ich wollte euch mal wieder ein Update geben. Es sind jetzt schon einige Tage vergangen. Ihr habt es kurz gesehen, nur ich war einen Tag in Berlin. Dort gab es dann noch ein Tattoo. Das ist wirklich die Ausnahme. Also das liegt auch daran, dass Termine verschoben wurden, weil erst ich Corona hatte, dann die Tätowiererin. Und eigentlich war das geplant, dass ich den einen Termin im Sommer hätte und den anderen jetzt im Herbst. Aber so sind die wirklich innerhalb von einer Woche jetzt aufeinander gefallen. Und jetzt habe ich halt mal innerhalb einer Woche drei neue Tattoos bekommen. Das reicht auch jetzt erstmal für die nächsten Monate, glaube ich. Und ich blende euch jetzt auch nochmal das Foto ein. Ich habe ein Tattoo von Sonja, Hachiko und Mario bekommen. Mario war ja nur ganz kurz da. Und genau. Ich verlinke euch mal unten die Instagram-Kanäle der beiden Tätowiererinnen. Dass ich auf dem Rücken habe, also der kochende Fuchs und überhaupt diese Fliegenpilzstraße oder das Fliegenpilzdorf, das ist von einer Prager Künstlerin. Und was ich jetzt auf dem Oberschenkel habe, die drei Hunde, das ist von einer Künstlerin aus Mailand, die ist noch wahnsinnig jung. Ich muss auch sagen, es hat auch ziemlich wehgetan, obwohl Oberschenkel eigentlich ja nicht so dramatisch ist, aber ja, also sie tätowiert auch noch nicht so lange. Vielleicht kommt es auch noch, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch daran liegt oder nicht. Auf alle Fälle, ich habe es überlebt und ich freue mich sehr. Das ist das Bunteste, was ich habe. Und ja, ich finde es toll. Also ich finde, sie hat drei Hunde sehr gut getroffen. Und auf der Fahrt nach Berlin habe ich dann auch, das habe ich extra mit runter auf die Baustelle genommen, Frauen, die wandern, sind nie allein, herausgegeben von Carrie Andrews, gelesen. Und es ist ja eine Sammlung von Texten von verschiedenen Schriftstellerinnen aus ganz verschiedenen Zeiten, die gewandert sind, die dann ihre Eindrücke des Wanderns schriftlich festgehalten haben und für die das Wandern auch einen großen Teil ihres Lebens ausgemacht hat. Die fand ich mal mehr, mal weniger interessant, muss ich sagen. Vor allem die ersten, also die, die aus dem 18., 19. Jahrhundert sind. Fand ich ganz toll, Elizabeth Carter allen voran eigentlich, die wirklich im 18. Jahrhundert mit langem Kleid dort 50 Kilometer am Stück irgendwo lang gelaufen ist. Und das ist unvorstellbar. Auch ja, wie die Außenwirkung dessen war. Und es wird eben auch diskutiert, dass sich nur die reichere Gesellschaft Freizeit und damit Wandern leisten konnte, was sich dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Als eine der jüngsten oder modernsten Schriftstellerinnen ist hier auch Cheryl Strayed genannt, die ja, wie ist denn das Buch? Wild? Vielleicht? Da hat sie ihre Erinnerungen an den Pacific Crest Trail festgehalten. Das habe ich auch, ich glaube, vor 3 Jahren gelesen, vielleicht. Die ist auch mit hier drin versammelt, Virginia Woolf. Und einige andere. Es hat auch so ein bisschen feministischen Touch. Was ich sehr schön fand, war auch ein Kapitel über eine Frau, die nach Schottland gefahren ist und dort die Highlands erwandert hat. Der eigentliche Hintergrund aber ihr ja, lächerlicher Ehemann war, der sich von ihr scheiden lassen wollte, weil er sich in die minderjährige Tochter der Vermieterin verliebt hat. Und es war ihm zu teuer, sich in London scheiden zu lassen. In Schottland war das billiger. Und so hat er seine Frau überredet, mit ihm nach Schottland zu fahren und sich dort scheiden zu lassen. Und sie hat es aber herumgedreht, weil es eigentlich wie eine Demütigung wirken kann. Hat hier, vielleicht auch durch die Herausgeberin, dann die Frau sehr stark darstellen oder dastehen lassen. Also sie ist dann wirklich, hat ihre Sachen gepackt und ist dann durch die Highlands marschiert und hat sich halt nicht unterkriegen lassen. Also das fand ich auch sehr schön. Es gab so ein paar andere, die fand ich ein bisschen nichtssagender. Also es war gemischt für wandernde Frauen, aber auch wandernde Männer. Alle, die wandern, kann ich das Buch aber doch auch empfehlen, zum immer mal wieder reinlesen und reinblättern. Also ich glaube nicht, dass man die einzelnen Persönlichkeiten wirklich nacheinander weg dann lesen sollte. Da wiederholt sich doch auch einiges. Die Herausgeberin stellt das zusammen, die einzelnen Texte, analysiert diese dann noch und am Ende jedes Kapitels gibt sie dann noch ihre eigenen Wandererfahrungen, die irgendwie verwandt mit den Erfahrungen sind, die sie da gerade beschrieben hat. Also zum Beispiel war sie am gleichen Ort oder wenn es um das Flanieren durch eine Stadt geht,
Dann erzählt sie eben auch so ein paar, ja, Stadtspaziergänge oder von Stadtspaziergängen, die sie selbst gemacht hat. Genau. Dann seht ihr ja schon, ich bin hier auf der Baustelle in meiner Wohnung, die immer noch nicht fertig ist und es wird auch noch ein Stück dauern. Ich habe aber hier hinten die Wand gestrichen, bis auf die Ecke hier hinten, das seht ihr vielleicht, das fehlt noch, weil ich eigentlich auch die Eckwand hier noch in diesem Puderrosa, ich glaube, die Farbe heißt, die hat einen ganz seltsamen Namen, wartet hier jetzt irgendwie eine Karte. Kokette Sinnlichkeit heißt die Farbe. Da frage ich mich auch, wer sich diese Namen überlegt hat. Es gab auch noch irgendwie einen nebligen Novembertag und sonst was. Ich hatte eigentlich vor, das auch noch hier so um die Ecke rum zu streichen. Aber als ich auf Arbeit war, hat meine Mutter schon die Wand weiß gestrichen. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt einfach weiter streiche, die Farbe auf der weiß gestrichenen Wand anders aussehen wird als hier, weil hier nur die Raufasertapete dran ist. Jetzt weiß ich noch nicht so richtig, was ich mache. Vielleicht lasse ich einfach nur die eine Wand und dann ist gut. Naja, auf der anderen Seite hier muss ich noch tapezieren. Wir haben jetzt erstmal hier die Möbel auf die Hälfte gerückt. Und heute war dann auch noch der Fußbodenleger da. Und ich zeige euch mal kurz hier, das wird das Schlafzimmer. Da ist jetzt schon Fußboden drin. Den muss ich dann noch mit Holzkitt und ja, so eine Lasur versiegeln. Das wird das Wohnzimmer. Genau. Und jetzt noch kurz ein Blick in die zukünftige Küche. Hier habe ich hier hinten so eine, ja, einfach nur weiß gestrichene Raufasertapete. Und hier vorne jetzt so über die Ecke schon mal, hat ewig gedauert, diese Motivtapete. Mir gefällt sie sehr. Also ich finde diese weiße Ziegelwand toll. Ich will auch gerne so ein bisschen so eine offene Spüle, also so eine Mischung aus Industrial und Diner Look, auch mit diesem roten Herd, den ihr hier noch reingepackt seht. Aber ist echt schwierig, die Tapete hier Stoß auf Stoß aneinander zu kleben, dass die gerade wird und die Steinfugen passen. Naja. Und hier beim Renovieren, Tapezieren höre ich immer noch das Hörbuch Empire of the Empire. Und ja, also es ist unterhaltsam, es ist schon ziemlich brutal, aber ich finde auch irgendwie so oberflächlich brutal. Also ich finde, manchmal ist es so ein bisschen wie ein Actionfilm, dass einfach nur irgendwelche actionreichen Szenen aneinander gereiht werden und dann halt wieder die Vampire kommen oder die Ratchet heißen, die Vampire, die ja so wie so eine Art Zombie sind, also die kein intelligentes Leben mehr haben, sondern einfach nur ja, morden und Blut trinken wollen. Da kommt halt so eine Horde, die werden abgeschlachtet und dann gehen sie weiter und dann finden sie irgendwo einen Vampir und kämpfen wieder. Aber zum Tapezieren ist okay. Ich glaube, wenn ich es lesen würde und nicht hören würde, würde ich mich nicht durch das riesige, dicke Buch kämpfen, so wenn ich mich auch so ein bisschen auf Messen und Schneiden und Kleben konzentrieren muss, dann ist das in Ordnung. Aber ja, mal schauen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 9 Stunden oder so von insgesamt 27. Habe ja hier auch noch ein bisschen was zu tun. Und es steht auch bald wieder eine längere Bahnfahrt an. Mal schauen, ob ich da jetzt noch im Oktober fertig werde oder das Buch mit in den November nehme. Thank you.
Der zweite Lebensmittelhaul, diesmal japanisch, Pocky Sticks, das ist was ähnliches wie Mikado, also Waffeln mit Schokolade, hier mit grünem Tee, Ramenpäckchen, Mochi, das sind so Klebereisbällchen, gefüllt mit einer Bohnenpaste, hier auch in der grünen Tee-Variante, grüne Tee-Nudeln, noch mehr Ramen und das allerleckerste Onigiri. Mittlerweile schon den 2. November und ich möchte den Vlog nun auch gerne mal abschließen. Am Anfang habe ich noch gesagt, das wird ein Wochenendvlog, jetzt wurde es ein ganzer Monatsvlog. wir waren ja gerade noch in Düsseldorf gewesen am Wochenende, verlängertes Wochenende hier. In Sachsen war ja Montag noch ein Feiertag. Und ich habe auf der Zugfahrt auch noch ein bisschen gelesen. Ich stelle euch die Bücher jetzt noch kurz vor. Eins habe ich abgebrochen, mit dem fange ich erstmal an. Das war Die Erde der Zukunft von Erik Holthaus. Da habe ich schon sehr lange dran gelesen. Und ja, hat mich jetzt einfach nicht mehr so richtig gepackt. Also das Buch ist in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen bespricht der Autor am Anfang die Problematik, also wie der Klimawandel schon vorangeschritten ist, welche Auswirkungen der auf Menschen in unterschiedlichen Regionen der Erde hat. Es werden auch einige Zahlen genannt, also zum Beispiel, dass 10% der Bevölkerung 40% der Erderwärmung verursacht und dann wiederum am ehesten erstmal die Menschen betroffen sind, die eigentlich in den ärmeren Regionen leben und demzufolge auch weniger zur Erderwärmung beitragen. Vor allem Inselstaaten werden hier beleuchtet und im zweiten Teil des Buches geht es dann hin zu einer Lösung. Und diese hat sich der Autor auch schon ganz genau überlegt, also schon nach Jahren gegliedert, was wir in welchem Jahrzehnt eigentlich machen sollten. Und ich fand es aber, also die Lösung an sich, dann wenn es einmal läuft, fand ich schon ganz interessant. Da geht es eben wirklich auch um ein anderes Gesellschaftssystem und nicht einfach nur benutzt weniger Plastik oder esst vegetarisch, sondern wirklich auch, dass Menschen mehr Mitspracherecht bekommen, dass die Demokratie überdacht wird, wie sie jetzt gerade
in Aktion ist oder wie sie gerade angewandt wird und was man daran verbessern kann. Also wirklich so ein umfassendes neues System. Aber was mir sehr gefehlt hat, war, wie es überhaupt zu diesem Bruch kommt. Also wie kommen wir vom Jetzt-Zustand? Hachiko hat jetzt die Lampe zum dritten Mal hier umgeworfen. Also wie kommen wir überhaupt erstmal dahin, wenn das ist wirklich ein ganz großer Umschwung und vor allem ja, die ganzen großen Industrielobbys. Ich finde, das kann man so nicht einfach überwinden, indem man sagt, hier, ich habe eine gute Idee. Also da muss irgendwie mehr passieren oder also mir hat dieser Sprung, also das war ein Sprung und mir hat das gefehlt, was dazwischen eigentlich ist. Also wie können wir denn zu einem Umdenken überhaupt kommen als Menschheit insgesamt und nicht nur als 3, 4, 5 Leute, ne? Ja, und da hatte ich dann einfach auch keine große Lust mehr gehabt, weiterzulesen. Und dann habe ich noch 2 Bücher beendet. Von dem einen habe ich euch jetzt, ich glaube, noch gar nicht in dem Vlog berichtet. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz kleines, dünnes Büchlein. Das ging ganz schnell von Walya Hapeyeva, Die Verteidigung der Poesie in Zeiten des Exils. Das ist ein Essay, das den Wortmeldungenpreis, also einen Preis für kritische Kurztexte, in diesem Jahr 2022 gewonnen hat. Die Autorin ist Belarusin und war in Österreich, als sie dann auf einmal nicht mehr nach Belarus zurückkehren konnte und ist nun ja, so entwurzelt. Also sie ist an verschiedenen Orten jetzt gewesen im deutschsprachigen Raum und behandelt hier Themen wie Heimat, wie der Begriff Heimat auch in verschiedenen Sprachen anders gedeutet wird oder etwas anderes, eine andere Konnotation noch hat. Und wie es hier auch schon im Titel zu erkennen ist, die Macht der Sprache und allem voran der Lyrik. Sie berichtet zum Beispiel davon, wie nach dem Reaktorunglück in Fukushima Werbung geschaltet wurde im japanischen Fernsehen, um Leute dazu zu animieren, zu helfen. Und die Quote der Helfenden erst dann in die Höhe geschossen ist, als ein japanisches Gedicht rezitiert wurde. Sie berichtet allerdings auch davon, welch negative Macht durch Sprache auch gewonnen werden kann. Also Sprache kann eben auch in nicht demokratischen Ländern, wie zum Beispiel Belarus, zu Ausgrenzung missbraucht werden oder wirklich auch zu Gewalt führen. Und in manchen Fällen wird die Sprache auch dazu gebraucht, um von den Leidhinzufügenden, den Leidtragenden dieses Leid eigentlich abzusprechen, also eine schlimme Tat zu mildern, je nachdem, wie man das bezeichnet, was eigentlich geschehen ist. Inhaltlich fand ich den Essay sehr, sehr interessant. Ich interessiere mich auch für Sprache und gerade auch so im aktuellen Blick auf Belarus, aber nicht nur auf Belarus, sondern auch was gerade in der Ukraine und in Russland passiert, war das ein sehr, sehr interessantes Buch. Allerdings, es ist nun mal wahnsinnig kurz und ich fand, dass die Gedanken alle sehr wertvoll waren, aber zu schnell von einem Gedanken oder einer Idee, einem Thema zum nächsten gesprungen wurde. Und ich hätte mir das sehr gerne einfach tiefer ausgearbeitet gewünscht. Es sind ja auch noch ein paar Gedichte, ich glaube 3 an der Zahl, die hier noch mit anhängen an dem Essay. Die haben mir auch sehr gut gefallen, aber auch da werde ich mal schauen, ob ich vielleicht noch mehr von der Autorin lesen kann. Also es hat mich jetzt neugierig auf die Autorin gemacht, aber eben nicht so richtig befriedigt zurückgelassen. Was ich dazu noch sagen möchte, das habe ich gestern Abend noch ein bisschen reingehört, wenn euch das interessiert, ihr aber nicht wisst, ob ihr euch das Buch kaufen möchtet oder nicht, könnt ihr auch mal beim SWR, ich werde unten den Link in die Infobox mit reinschreiben, reinhören, wie das Essay vertont wurde. Also da könnt ihr auch die Inhalte dann streamen, wenn ihr möchtet. Das andere Buch, das ich beendet habe während des Renovierens, ich hatte eigentlich vor, jetzt noch mehr zu machen. Ich habe heute eigentlich Urlaub am 2. November, aber ich habe heute früh noch ein bisschen tapeziert. Und ich hatte jetzt schon seit, naja, einer Woche
so ein bisschen eine Blasenentzündung, aber das war gar nicht so schlimm. Es ist jetzt auch schon besser geworden. Und heute ist es dann beim Tapezieren, habe ich gemerkt, wie mir so meine Niere wehtut. Und es ist immer schlimmer geworden und ich konnte mich am Ende gar nicht mehr bücken. Dann war ich beim Arzt, ich habe jetzt eine Nierenbeckenentzündung und bin krankgeschrieben. Und da war es das jetzt erstmal mit renoviert. Aber so lange wie ich noch konnte, habe ich dabei Empire of the Vampire von Jay Kristoff gehört. Und ich habe es beendet. Das hätte ich aber wohl nicht, wenn ich nicht gemalert und tapeziert hätte. Also jetzt irgendwie andere Zeit in das Buch investiert, hätte ich wohl nicht. Mir hat es nicht sehr gefallen. Also ich fand eigentlich so das Thema ganz interessant. Ne? Wir sind ja hier in einer fantastischen Welt, in der die Vampire langsam überhand nehmen, denn warum auch immer ist die Sonne ausgeschalten. Es ist immer so ein Dämmerlicht, hat sich irgendwas vor die Sonne geschoben, es wird nie richtig hell. Und deswegen haben halt auch die Vampire mehr Macht und können sich auch tagsüber rauswagen. Und Gabriel, dem wir hier hauptsächlich folgen, der seine Geschichte erzählt, als er, die Geschichte hat so drei Zeitstränge, der erste ist Gabriel, ein Silver Saint, also ein Silberheiliger, weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, ist in Gefangenschaft geraten von den Vampiren, gefangen genommen worden und sitzt jetzt da an einem Tisch mit einem Vampir-Chroniker, der da seine Geschichte aufschreiben soll. Und Gabriel erzählt quasi seine Geschichte, zum einen als er als Kind, Jugendlicher dann in diesen Orden aufgenommen wurde. Da werden nur spezielle Menschen aufgenommen, die eigentlich Halbvampire sind. Die werden die Blassblütigen, die Pale Bloods genannt. Und von Gabriel, der weiß das in seiner Kindheit eigentlich nicht, aber irgendwann überkommt, Hachiko kommt schon wieder, irgendwann überkommt ihn dann eine Blutlust und dann stellt sich heraus, dass sein Vater eigentlich nur sein Ziehvater ist und eigentlich stammt er von einem Vampir ab. Er wird dann in diesen Orden aufgenommen. Hachiko hat ja auch das Licht irgendwie verschoben. Ne? Er wird in diesen Orden aufgenommen und dort werden ihm halt alle möglichen Dinge beigebracht, die er wissen muss, um in den Kampf gegen die Vampire zu ziehen. Das ist dann so der zweite Zeitstrang, als er in diesem Internat da quasi ist. Interessanterweise gibt es da eben nicht nur diese Pale Bloods, also die männlichen Jugendlichen, die ausgebildet werden, sondern es gibt auch noch eine Reihe von Schwestern, also von Nonnen dort, die natürlich auch alle jugendlich sind und ich weiß nicht, welche Funktion die dort eigentlich innehaben, außer dass halt dann die männlichen Jugendlichen auf die weiblichen Jugendlichen stehen. Und dann der dritte Strang ist dann Gabriel als Erwachsener, der irgendwann sich zurückgezogen hatte und jetzt aber wieder so richtig mittendrin im Geschehen ist und irgendwie wieder in diesen Kampf um das Reich, das Empire hineingezogen wurde und wieder auf Jagd nach Vampiren ist. Er muss natürlich auch irgendwie die Welt retten und warum auch immer ist das alles in so einem französischsprachigen Setting, aber eigentlich spielt es hauptsächlich in den Nordlanden, also es wirkt so ein bisschen sibirisch, wo die da sind, aber es kommen immer mal wieder so ein paar französische Sprachfetzen mit rein, wie Ma Famille wird genannt, also es wird niemals irgendwie ja gesagt, also ich habe das Buch auf Englisch gehört, also es war niemals yes oder ja oder irgend sowas, sondern immer nur we. Und zwischendrin dann aber ganz viele englische Schimpfworte. Und also es ist irgendwie nur so eine Aneinanderreihung von Gabriel steht auf diese eine Nonne in Ausbildung und da gibt es halt auch so ein bisschen sexy time, ne? Aber das sind eigentlich ja recht unerfahrene Jugendliche, die da aber halt richtig zur Sache gehen. Das ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Dann werden ein paar Vampire abgeschlachtet
Und der erwachsene Gabriel sehnt sich irgendwie nach seiner Familie und dann muss er noch nebenbei die Welt retten und sucht den Heiligen Gral. Und es wird ganz viel gemotzt und geschimpft. Und ja, hat mir jetzt nicht wirklich viel gegeben, das Buch. Also, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, wie die Leute noch was zu essen haben, wenn es jetzt wirklich einfach nicht hell wird und demzufolge auch die Pflanzen nicht wirklich blühen können und dann es ja eigentlich auch keine Bienen oder andere Insekten mehr geben sollte, die die Blumen bestäuben können. Und trotzdem hatten die aber immer noch genug zu essen. Es wird immer nur mal so kurz erwähnt, dass Wein jetzt eine ganz große Seltenheit ist, also eigentlich es nur noch Wein gibt von bevor die Sonne verdunkelt wurde, aber wie es halt dann funktioniert, dass die alle noch Kartoffeln essen können, das weiß ich nicht. Und ja, Gabriel wird halt auch so ganz typisch als dieser Muskelprotz voll tätowiert in Silber Tinte. Weil Silber ja gegen Vampire auch so eine Wirkung hat, beschrieben mit so einem großen Schwert. Und dann ist da halt so diese kleine, ja, auch ein bisschen motzige Nonnenschwester Auszubildende. Und die wird auch immer auf so ein paar Merkmale irgendwie nur reduziert. Und ja, also es geht halt viel um Gewalt und Sex, aber kein gut geschriebene, sondern also wie halt so ein, weiß ich nicht, so billig alles irgendwie fand ich. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Und das war's jetzt von diesem Vlog. Es war sehr viel los im Oktober, so rückblickend. Es ist viel in der Wohnung passiert. Ich habe doch auch ein paar Bücher geschafft. Ich habe zwei neue, eigentlich drei neue Tattoos. Wir waren noch in Düsseldorf, ich war mal in Berlin und in Prag. Also ja, war schon viel los. Und ich habe ganz viel Marmelade und Gelee gemacht und heute auch noch den Weißdorn-Gin abgegossen, der jetzt 6 Wochen eingewirkt hat in diesen Weißdornbeeren. Mal schauen, wie der schmeckt. Ich kann es jetzt erstmal nicht trinken. Ich nehme Antibiotika und ziemlich heftiges Schmerzmittel und darf nicht Auto fahren. Naja. Aber da kann ich jetzt am Wochenende und bis zum Wochenende wenigstens noch ein bisschen was lesen. Und dann sehen wir uns im November wieder. Bis dahin dann. Tschüss.